danke vielmals für deine Hilfe. Es sieht schon viel besser aus. Ja, es sieht echt besser aus. Aber wir sind auch gut 2 Stunden dran gewesen. Die einen Ecken echt nötig an, die haben himmeltraurig ausgesehen. Ja, und wie? Hey, aber du hast noch vorhin etwas von einem Problem gesagt. Was ist das für eins? Ja, schlimms. Ich habe immer noch kein Wichtel geschenkt. Und nein, was machen wir denn da? Das fragst du mich? Ich habe wirklich gar keine Idee mehr. Ich möchte einfach, dass es vorbei ist. Hast du nicht mal etwas von einem Gucci gesehen? Ja, Gucci ist jetzt noch lustig. Das gibt es jetzt wirklich so etwas von allem. Wie weiss denn ich genau, was ihnen gefällt? Ja, aber dann fangen wir doch mal an, ein bisschen Interesse von ihr sammeln, oder? Mhm. Was macht sie denn gern? Oder was hat sie gern? Ja, Blumen hat sie noch gern. Ja, dann schenke ihr doch ein Gucci vom Löwenzahn. Ganz einfach. Ja, so einfach ist es eben nicht. Das habe ich ihr blöderweise schon auf den Geburtstag geschenkt. Oh, blöd. Was macht sie denn sonst noch so? Ja, sie turnt noch bei den Frauen eins, aber das nützt mir jetzt auch herzlich wenig. Doch, da haben wir es. Und was haben wir? Das perfekte Geschenk. Ja, und das wäre? Ein Gucci. Von was? Für eine Mitgliedschaft im Turnverein. Auf der Homepage kannst du einen Gucci runterladen. Mega schön gestaltet. Ah ja? Und dort drauf steht, dass du ihr für ein ganzes Jahr die Mitgliedschaft im Turnverein schenkst. Gell, gut? Ich weiss es erst jetzt. Ja, schneller gegangen als du gedacht hättest. Ja, sicher, das ist eine gute Idee. Geh runterladen. So. Wie immer, kurz vor der Weihnacht, zieht euch noch das Geschenk an für die Frau, sonst kommt es nicht gut. Sonst muss ich ohne die Nacht ins Bett. Eine Zimmerpflanze hat sie sich schon immer gewünscht. Aber die ist ja verwelkt, bis die ankommt. Und die Frau verduftet. Was mache ich? Ah, da gibt es doch in Eschenbach den Männersport, den Super Express Kurier. Den nehme ich. Genau, das ist es. Super Express Männersport. Let's go! Das ist jetzt der Dank dafür.